Edward Teller, er ist Physiker und lebt in den USA. Und Klaus Traube, er ist Ingenieur und lebt in der Bundesrepublik Deutschland. Die Leitung des Gesprächs hat ein anderer Physiker, und zwar Paul Heuningen aus Zürich. Auch ich darf Sie, meine Damen und Herren, und Sie, meine Herren, sehr herzlich begrüßen zu diesem Gespräch. Unser Gespräch ist gegliedert in drei Blöcke. Wir werden also drei verschiedene Problemkomplexe diskutieren. Und zwar wird sich der erste Komplex beschäftigen mit der Frage der Notwendigkeit der Kernenergie. Der zweite Problemblock wird sein, die Bedenken gegen die Kernenergie, die vorgebracht werden. Und schließlich werden wir uns in einem dritten Block beschäftigen mit Fragen unserer langfristigen Energieversorgung. Wir haben nur begrenzte Zeit. Das Thema ist außerordentlich komplex. Wir werden es also nicht ausdiskutieren können. Und es wird sich nicht vermeiden lassen, dass ich ab und zu während unserer Diskussion dann unterbrechen muss, damit wir zu dem entsprechenden nächsten Block weitergehen können. Unser erster Punkt also, Notwendigkeit der Kernenergie. Ich möchte da an Sie, Herr Teller, zunächst die Frage richten, ob man aus den Energiebedarfsprognosen und aus der Verfügbarkeit von anderen Energieträgern die Notwendigkeit der Kernenergie begründen kann. Sehr wenig ist notwendig. Aber dass die Energieknappheit, die sich sehr bald in eine Energienot umwandeln kann, dass diese Knappheit groß ist und dass wir keine wichtige Komponente wie die Kernenergie vernachlässigen können, das scheint mir klar. Und zwar möchte ich da besonders zwei Punkte hervorheben. Erstens, obwohl Energie im Allgemeinen wichtig ist, besonders wichtig ist sie in den Entwicklungsländern. Ohne Energie gibt es keine Entwicklung. Ohne Energie können diese Leute nicht einmal essen. Zwischen 1950 und 1975 hat sich der Pro-Kopf-Energieverbrauch verdreifacht. In den Entwicklungsländern. Sehr viel weniger in den entwickelten Gebieten. Das war aber auch notwendig. Die Leute haben sich vermehrt. Dass es dort nicht die schrecklichste Hungersnot gibt. Sie sind sowieso arm genug. Aber dass sie nicht buchstäblich verhungern, das hängt an der grünen Revolution. Aber die grüne Revolution geht nicht ohne Bewässerung und ohne energiereichen Düngstoff. Wenn die Energie nicht vorhanden wäre, käme der Hunger. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die politische Lage immer mehr es wahrscheinlich macht, dass die Sowjetunion, die Gegend der Persischen Bucht, in seinen Machtbereich mit einzieht. Dann verfügen sie über fast 50% von dem Öl, das heute der Teil der Welt verbraucht, der von der Sowjetunion noch nicht erobert ist. Das wäre ja ein ungeheurer Fortschritt in der Richtung der absoluten Herrschaft der Sowjetunion über die Welt. Aus diesen Gründen ist es außerordentlich wichtig, dass man jede vernünftige Energiequelle weiter ausbaut. Das gilt für Öl, das gilt für Gas, das gilt für Kohle, das gilt für Kernenergie. In der Zukunft gilt das
soweit das geht, und es ist nicht leicht, über Sonnenenergie. Aber keines dieser Komponenten kann man vernachlässigen. Die Kernenergie ist fertig. Die Kernenergie hat eine ausgezeichnete Vergangenheit, indem sie sich für Menschen außerordentlich harmlos erwiesen hat. Ich würde also sagen, sie ist nicht notwendig, aber mehr notwendig als fast eine jede andere Form. Ja, das waren jetzt zwei Argumente, die Frage der Energieversorgung der Entwicklungsländer und das zweite Argument, die politisch als unsicher eingestufte Lage am Persischen Golf, als Argumente für eine relative Notwendigkeit der Kernenergie, Herr Traube. Was sagen Sie zu diesen Argumenten? Naja, ich bin, und das war ja auch von vornherein so gedacht, sozusagen in jedem Einzelargument völlig anderer Meinung als Herr Teller. Ich glaube, dass Herr Teller das Energieproblem einfach so definiert, wie es auch üblicherweise definiert wird, und möchte zunächst einmal einen Augenblick die Entwicklungsländer zurückstellen, die ja zurzeit so wenig Energie verbrauchen, dass sie in der gesamten Energiebilanz der Welt noch keine besondere Rolle spielen, sondern wir, die entwickelten Industrieländer von Amerika bis zur Sowjetunion, wir definieren im Augenblick das Energieproblem und darauf sollten wir uns hauptsächlich konzentrieren. Dann würde ich sagen, ist die übliche Denkart, Energie ist notwendig, was niemand bezweifeln wird. Wir brauchen immer mehr Energie, was sehr zu bezweifeln ist. Und die Frage ist, wo das Erdöl versiegt, wo bekommen wir Energie her? Und genau dieser Ansatz ist verkehrt. Ihre ursprüngliche Frage war, ob man aus den Energieprognosen herauslesen könnte, dass Kernenergie notwendig ist. Da können Sie Folgendes zu sagen. Das führt nämlich an sich zum Kern der Sache. Die bei weitem größte Mehrzahl der Energieprognosen, die es gibt, die so aus dem wissenschaftlichen Bereich stammen, haben die Nutzung der Kernenergie eingebaut. Sehen also so aus, als ob die Kernenergie notwendig ist, was sich ja immer durch dieses einfache Bild, Öl versiegt, hier ist eine andere Energiequelle, sehr leicht erklären lässt. Überall in den entwickelten Industrieländern, in der westlichen Welt, gibt es inzwischen auch Gegenprognosen. Auch hier in der Schweiz haben sie im Wesentlichen eine sehr frühe von der Schweizer Vereinigung für Sonnenenergie. Und diese Gegenprognosen sagen nun das Gegenteil. Die sagen, das eigentliche Problem ist, dass wir viel zu viel Energie verbrauchen, dass wir uns über gewisse Strukturen, die mit dem billigen Öl, aber auch mit der ganzen Entwicklung der Wachstumsgesellschaft zu tun hatten, eine völlig sinnlose Verschwendung von Energie betreiben, die auch nicht etwa Komfort bringt. Und dass die größte Energiequelle, jetzt das in Anführungsstrichen, für die nächsten Jahrzehnte die Rückbesinnung auf eine rationelle Verwendung von Energie ist, die übrigens zwar immer Energiesparen genannt wird, aber mit dem, was man sich normalerweise unter Sparen vorstellt, also hier und dort seinen persönlichen Komfort zu verringern, gar nichts zu tun hat. Das Publikum, sei es nun der normale Zeitungsleser, sei es auch der Meinungsmacher, sei es sogar der Politiker, ist letztlich diesen beiden Varianten hilflos ausgeliefert, sofern er sich nicht große Mühe macht, nach den Prämissen zu fragen, nach den Vorstellungen, die in diese Prognosen eingehen. Und er wird im Allgemeinen dazu tendieren, zu sagen, die bei weitem größere Mehrzahl der Prognosen gehen davon aus, dass Kernenergie notwendig ist, und hier ist eine kleine Minderheit, also wem schlage ich mich zu? Zumal ein sehr erbitterter wissenschaftlicher Krieg geführt wird gegen diese kleine Minderheit. Wie wir das gerade zum Beispiel in der Bundesrepublik erleben, wo im Frühjahr eine solche Gegenprognose unter dem Titel Energiewende veröffentlicht worden ist. Wichtig zum Verständnis dieser Frage ist, dass es letztlich um eine politische Entscheidung geht, welchen Weg man gehen will. Ich werde das hinterher vielleicht noch begründen können. Und dazu ist etwas sehr Interessantes in der Bundesrepublik Deutschland passiert. Dort hat nämlich
eine parlamentarische Kommission, zusammengesetzt aus Parlamentariern und Energieexperten. In den vergangenen 2 Jahren eine Bestandsaufnahme gemacht und versucht, der Frage nachzugehen, quantitativ, brauchen wir in der Bundesrepublik Kernenergie? Und zwar zu einer Zeit, als es nur Prognosen gab. Sämtliche Prognosen der Bundesrepublik sagten, wir brauchten Kernenergie. In dieser Kommission spiegelte sich in etwa das Verhältnis der in den Bundestag vertretenen Parteien und ihrer Anschauung wieder. 2 Drittel etwa der Kommissionsmitglieder waren klare Befürworter der Kernenergie und 1 Drittel war etwas skeptisch bis Gegner. Und das eigentümliche Ergebnis, mach's ganz kurz, ist dieses. Die Kommission kommt zu dem Schluss, die Art der Energiepolitik, wie sie bisher als offizielle Politik galt, starkes Wachsen, viel Kernenergie, ist schlicht und durchführbar. Es ist eine politische Frage politischen Handelns, ob wir etwas Kernenergie brauchen oder ob wir ganz ohne Kernenergie auskommen. Also der Kernpunkt ist, dass bereits in die Prognosen politische Vorstellungen hereingehen. Genau. Dass die Prognosen nicht einfach tatsächliche Bedarfsbeschreibungen sind, sondern bereits Vorstellungen über die Zukunft mit eingehen. Genau das. Herr Traube, Herr Teller, wie ist Ihre Meinung zu den Prognosen? Sind das wertfreie Trendfortschreibungen oder gehen da bereits politische Vorstellungen mit ein? Natürlich das Letztere. Aber ich möchte am liebsten mich direkt an Herrn Traube wenden. Erstens bin ich völlig uneinig mit einem Punkt und ganz einig mit einem anderen. Die Einsparung der Energie, das rationelle Verwenden der Energie ist eine große und auch eine sehr komplizierte Notwendigkeit. Das hat dann in meinem persönlichen Fall zu einer ganz merkwürdigen Lage geführt. In Diskussionen rede ich am meisten über Energieproduktion. Richtig. Denn darüber kann man eben einfach reden. Richtig. Einfach und konkret. Richtig. In meiner Arbeit geht mindestens 2 Drittel, aber wahrscheinlich sehr viel mehr, meine Anstrengung in der Richtung, wie man Energie einsparen kann. Das ist nämlich eine ungeheuer komplizierte Frage, eben weil man es auf so sehr viele Weisen erzeugen kann. Da ist dann noch nicht nur die Einsparung wichtig, sondern auch zum Beispiel die Sonnenenergie, womit ich mich ebenfalls intensiv befasse, auf wenigstens 2 verschiedene Richtungen. Dabei muss man aber wissen, dass heutzutage es sehr viel kostspieliger ist, Sonnenenergie zu erzeugen. Das Licht in der Zukunft braucht Großproduktion, um die Bestandteile herzustellen, mit der man dann die Sonnenenergie erzeugt. Andererseits ist es eine sehr schöne und sehr aufregende Frage. Damit bin ich einverstanden. Hingegen Kernenergie und viele andere Formen sind bereits da. Und da eben das Problem dringend ist, muss man das schon machen, während man über das andere forscht. Nun, der Punkt, wo ich völlig uneinig bin, ist, dass man in so einer Diskussion zunächst mal über die Entwicklungsländer hinweggehen kann. Der Skandal, dass 3/4 der Menschheit in Elend lebt, darüber können wir nicht uns
keine Gedanken machen. Nicht für einen Moment. Denn die Unruhen, die daraus entstehen müssen, führen zu Konflikten, können zu Krieg führen. Die Sowjetunion bestrebt sich, das Gleichgewicht, das jetzt in der Welt existiert, zu stören. Wenn sie durch den Krieg, der bereits zwischen Irak und Iran wühlt, durch die Fortsetzungen dieser Umstände, wenn sie dadurch die Machtmittel in die Hände bekommen, das kann dann die Energieknappheit so verschärfen, dass eine wirkliche Hungersnot in den Entwicklungsländern ausbricht. Man muss also mehr Energie erzeugen, damit auch mehr verteilt werden kann. Und zwar ist es viel einfacher, psychologisch mehr zu bereiten und es zu verteilen, als selber zu entsagen. Denn das Letztere tun die Leute nicht, wenn sie nicht müssen. Wenn sie aber von der Regierung unter Zwang gestellt werden, dann verschärft sich die Politik, da wird alles bitterer und dann kommt die Frage in den Vordergrund, dass anstatt, dass wir positiv arbeiten, wir uns gegenseitig bekämpfen. Aus diesem Grunde brauchen wir mehr Energie, um der Not, wo sie existiert, abhelfen zu können. Da ist jetzt zunächst eine bemerkenswerte Übereinstimmung auch in der starken Betonung der rationellen Verwendung von Energie. Und die Entwicklungsländer bekommen in ihren Ausführungen ein zusätzliches Gewicht, nicht wegen des relativ kleinen Energieanteils, sondern wegen der Verknüpfung mit politischer Stabilität bzw. Unstabilität. Und aus dem Grunde, weil sie so wenig haben, dass von dem Zusatz sie sehr viel mehr brauchen werden. Deshalb sie aus der Diskussion wegzulassen, ist vollkommen falsch. Wir können leider hier jetzt nicht auf die Frage der politischen Verknüpfung, energiepolitischen Verknüpfung mit den Entwicklungsländern weiter eingehen. Ich würde gerne zu dem zweiten Block kommen, der jetzt auch thematisch gut anschließen kann, nämlich das Plädoyer für die Kernenergie und dagegen die Bedenken, die gegen die Kernenergie geltend gemacht werden, die ja in der öffentlichen Diskussion in verschiedenen Dimensionen, in politischen, ökonomischen, sicherheitstechnischen Dimensionen artikuliert werden. Herr Traube, können Sie uns diese Bedenken formulieren? Ja, gerne. Aber gerade damit ich sie formulieren kann, tut mir leid, damit das deutlich wird, muss ich ein paar Sätze zu der Entwicklungsländerproblematik sagen. Ich habe ja nicht gesagt, dass die Entwicklungsländer nicht das Problem der Welt wären. Ich habe gesagt, wenn man jetzt über Energie diskutiert, dann lenkt man von dem eigentlichen Problem ab, denn die Energieknappheit, wenn es sie gibt, die wird nicht erzeugt durch die Entwicklungsländer, sondern die wird erzeugt durch die Industrieländer. Und das wesentlichste Problem ist zurzeit, in den Industrieländern zu einer rationellen Verwendung von Energie zu kommen. Bei den Entwicklungsländern, andererseits, ist es sicherlich notwendig, dass sie mehr Energie zur Verfügung haben. Aber das, und das ist genau der Punkt, hier werden Bilder erzeugt, als ob der Weg oder gar der einzige Weg, um die Entwicklungsländer aus dem Hunger zu befreien, der wäre eine Industrialisierung energieintensiv, wie wir sie gemacht haben, zu machen. Und das ist total falsch. Das ist sogar völlig unmöglich. Der Kapitalbedarf, der dafür notwendig wäre, ist einfach nicht aufzubringen und bringt zunehmende Verelendung. Und Sie haben selber gesagt, eine Verdreifachung des Energiebedarfs in den Entwicklungsländern Verbrauch hat ja nicht dazu geführt, dass der Hunger abgeschafft wurde. Im Gegenteil, er hat sich verschärft. Das ist eine strukturelle Frage. Leider können wir darauf nicht weiter eingehen. Okay. Es tut mir leid. Ich werde darauf wieder eingehen müssen, denn das ist das Kernproblem. Und Herr Traube hat völlig Unrecht damit, was er eben gesagt hat. Das ist das Hauptproblem und die anderen Probleme sind im Vergleich uninteressant. Ich halte das auch für so wichtig, Herr von Honig, dass ich dann doch auch dazu noch ein paar Worte sagen möchte. Und zwar ganz einfach, für jeden verständlich. Problem Nummer eins ist der Hunger in der Welt. Die grüne Revolution hat
gar nichts dazu beigetragen, um den Hunger in der Welt zu stillen. Was ist die grüne Revolution? Sie ist eine äußerst energieintensive, nur großwirtschaftlich unter großem Kapitaleinsatz zu bewältigende Technik, die im Allgemeinen eingesetzt wird, nicht von den kleinen Bauern, können sie gar nicht, sondern die eingesetzt wird von Großbetrieben in der dritten Welt, die im Wesentlichen für den Export produzieren. Wir haben hier in Europa eine landwirtschaftliche Revolution gehabt zwischen etwa 1800 und 1940, die zu einer ganz kleinen Steigerung im Verhältnis zu heute des Energiebedarfs geführt hat. Das waren im Wesentlichen eine Phase biologischer Entwicklung. Es wurde ganz wenig Kunstdünger eingesetzt zu Ende dieser Periode, also etwa bis zum Zweiten Weltkrieg. Es wurden ganz wenig Maschinen eingesetzt. Wir hatten 3,5 Millionen Pferde in der Bundesrepublik. Es war eine arbeitsintensive Produktion. Während dieser ganzen Phase hat sich in der Bundesrepublik Deutschland beispielsweise die Bevölkerung vervierfacht. Die Landbevölkerung ist konstant geblieben und hat diese vervierfachte Menge besser ernähren können. Und nach dieser Phase haben wir eine ganz andere, wo die landwirtschaftliche Produktion energieintensiv geworden ist, weil Arbeitskräfte durch Maschinen und Kunstdünger ersetzt worden sind, sich aber der Ertrag gar nicht mehr wesentlich gesteigert hat. Wenn wir das übertragen auf die dritte Welt, dann heißt das, diese letzte Phase, kapitalintensiv, wenig Arbeitskräfte, wollen wir den Entwicklungsländern vorschreiben, die Arbeitskräfte im Überfluss haben und kein Kapital. Und genau damit erzeugen wir den Hunger in den Entwicklungsländern, wenn wir so pauschal das Energieproblem und damit letztlich unsere Art des Landwirtschaftens in die Entwicklungsländer übertragen wollen. Das zu der Entwicklungsländerproblem. Also bitte, die Tatsache ist, dass in den 25 Jahren, die ich erwähnt habe, die Schwierigkeit in den Entwicklungsländern war, dass dadurch, dass die Medizin große Fortschritte gemacht hat, die Kinder nicht mehr, die Säuglinge nicht mehr starben, auf diese Weise kam dann eine Populationsexplosion. Und man muss jetzt in diesen Ländern fast die doppelte Population, die doppelte Bevölkerung ernähren, als vor etwa 30 Jahren. In diesen 30 Jahren hat sich die Nahrungsmittelproduktion etwas mehr vermehrt als die Bevölkerung selber. Hungrig sind die Leute noch immer. Aber verhungern das nicht. Doch, und ohne weiteres verhungern. Bitte. Hunderte von Millionen verhungern jährlich. Bitte schön. Es tut mir leid. Da muss ich einfach flach widersprechen. Die Todesfälle von Hungersnot sind statistisch sehr viel geringer im 20. Jahrhundert als im 19. Wegen der besseren Verteilung und genau wegen der grünen Revolution. Aber doch nicht in den Entwicklungsländern. Aber bitte. Und zwar genau in den Entwicklungsländern und bitte in diesem wichtigen Punkt nicht unterbrochen zu werden. Der erste Punkt war mehr Reis. Das war in Manila. Der zweite Punkt war mehr Getreide. Vom selben Acker. Reis und Getreide wurden nicht ausgeführt. Das war nicht ein Großbetrieb. Das haben die Leute selber gelernt. Und dadurch ist eine Katastrophe verhindert worden. Und das muss weitergetrieben werden. Wenn jetzt das Öl, worauf all dies beruht, abgeschnitten wird, dann kommt der wirkliche Hunger. Und dann erleben wir etwas, was noch nicht da war und was die Leute zur Verzweiflung treibt. Und das muss man verhindern. Und hier liegt der Kernpunkt der Energie. Nun, wenn ich über Kernenergie rede, dann möchte ich in erster Linie mehr Kernenergie in den entwickelten Ländern haben,
wo es leichter geht, so dass wir weniger Öl verbrauchen und von den leichteren Mitteln mehr für die Entwicklungsländer zur Verfügung steht. Sehen Sie, das sind komplizierte Argumente und wir werden nicht darüber ganz einig werden. Aber wenigstens als Behauptung müssen Sie diesen Punkt stehen lassen und jeder soll sich das genauer selber ansehen. Herr Traube. Dann sage ich zwei Sätze. Ja, gerne. Herr Marchetti, den Sie sicherlich kennen und der ja nicht von der Seite der Kennedy Gegner ist, vom IASA-Institut in Luxemburg, hat neulich in einem Artikel darauf aufmerksam gemacht, dass um 1900 in China eine intensive Landwirtschaft, die ohne Zusatz von Fremdenergie auskam, zehnfache Hektarerträge erzielt hat, als wir heute in Europa und in Amerika erzielen. Das, jetzt kann sich jeder ein Bild machen, das ist aber arbeitsintensiv und Arbeitskräfte stehen im Überfluss zur Verfügung. Energie ist kapitalintensiv. Das ist der Weg, der einzige Weg, der die Entwicklungsländer aus dem Hunger herausführt. Der hat aber auch sehr viel mit Sozialstrukturen zu tun. Der hat sehr viel damit zu tun, nicht einfach mit der Technik, sondern in welchen Sozialstrukturen Technik verwendet wird, solange die fruchtbaren Böden in Entwicklungsländern als Erbe des Kolonialismus im Wesentlichen für Großplantagen benutzt werden, wo wir unsere Bananen kriegen, so lange nützt auch eine Steigerung der Erträge den Entwicklungsländern zur Bekämpfung des Hungers nicht, weil es die Leute nicht erreicht, die die Nahrungsmittel benötigen. Aber dann will ich gerne auf das nächste Thema. Ja, ich würde gerne lieber Herr Traube, das waren zwei sehr lange Sätze. Ja. Und dazu will ich einen kurzen Satz zufügen. Ich möchte lieber Technik haben, als die Art von Disziplin, die in den kommunistischen Ländern wie China vor sich geht. Ich sprach von China 1900. China 1900. Können wir das kein kommunistisches Land. Jetzt bitte abschließen und ich würde gerne noch jetzt eingehen. Dann will ich zum Abschluss sagen, China 1900 hungerte. Und ich muss sagen, dass dieses Zehnfache vom Herrn Marchetti glaube ich einfach nicht. Gut, wir werden es nicht ausdiskutieren können, mit Sicherheit. Ich würde jetzt gerne noch auf die Frage kommen, die ich vorhin schon versucht hatte anzuschneiden. Die Frage nach den Bedenken der Kernenergie. Können Sie ganz kurz die wesentlichen Punkte Ihrer Bedenken gegen die Kernenergie formulieren? Ja. In der öffentlichen Debatte ist im Allgemeinen das Sicherheitsproblem im Vordergrund. Und zwar eine ganz spezifische Art des Sicherheitsproblems, nämlich der große Unfall in meinem Atomkraftwerk. Das halte ich nicht für das schwerwiegendste Problem, obwohl ich es für ein Problem halte. Harrisburg hat der Welt vor Augen geführt, dass es sich bei diesem Unfall nicht um ein Phantom handelt, sondern dass hier ein reales Potenzial vorhanden ist. Geht man das Sicherheitsproblem weiter durch, dann... Auch das ist in die öffentliche Debatte gerutscht in den letzten Jahren, ist das nächste Problem, dass der langfristigen Lagerung über Jahrzehntausende von Spaltprodukten, wobei hier insbesondere die Frage eines solch langen Zeitraumes, bei dem man von Sozialstrukturen ausgehen muss, die sich nicht verändern, keine Revolution, kein Krieg, kein Missbrauch ausgehen muss, hier genug bekannt ist in der Öffentlichkeit, sodass ich das nur anreiße. Mir erscheint unter diesen Sicherheitsrisiken noch viel wichtiger die Frage, die mit der missbräuchlichen Verwendung, also nicht mit dem Unfall zu tun haben, Sabotage, Dinge im Vorfeld des Krieges, Proliferation, ganz kurz angedeutet, der eine Problemkreis ist auch in die Öffentlichkeit gedrungen, die Sabotage in einem Kernkraftwerk hätte sehr schwerwiegende Folgen. Es müssen deswegen Vorsichtsmaßnahmen gemacht werden, die letzten Endes natürlich einen Teil eines Polizeistaates beinhalten. Wobei ich gleich dazu sage, dass es sich keineswegs hier nur um ein spezifisches Kernenergieproblem handelt, sondern um das Problem von zentral angelegten Versorgungsstrukturen, von denen sich die Bevölkerung heute eigentlich keine Vorstellung macht, wie zentralistisch unsere Versorgungsstruktur angelegt ist, was schon im Vorfeld eines Krieges, wenn es abgeschaltet werden müsste, für Katastrophen dient. Das Problem der Kernenergie als eine
breit gestreute Energiequelle bringt, darauf machen Friedens- und Konfliktforscher immer wieder auf aufmerksam, eine ungeheure Gefährdung in Fragen Vorfeld des Krieges. Sie verschieben die Grauzone zwischen dem konventionellen und nuklearen Krieg, will ich nur andeuten, ist zu komplex. Letzter Punkt, die Proliferation wird Kernenergie immer weiter ausgebaut und wird insbesondere, was notwendig wäre für Brüter, die Wiederaufarbeitung gemacht, dann wächst damit einfach der Stock an Plutonium in der Welt, der waffenfähig ist. Und wir haben schon erlebt in Entwicklungsländern wie Indien, dass daraus eben auch wirklich Waffen gemacht worden sind. Das zum Problem aber nur der reinen Sicherheit. Und das halte ich nur für einen unter drei gleichgeordneten Komplexen. Können Sie die Überschriften der beiden anderen Komplexe noch nennen? Die sozialpolitischen Folgen und allgemeinpolitischen Folgen, geopolitischen Folgen der Kernenergie auf der einen Seite und die ökonomischen Folgen der Kernenergie auf der anderen Seite. Vielen Dank. Es war jetzt eine große Menge. Herr Teller, Sie werden zu vielem antworten wollen. Vor allen Dingen, glaube ich, dürfte interessant sein, wie Sie den Unfall von Harrisburg einschätzen. Das jedenfalls. Harrisburg hat bewiesen, was wir bereits wussten, dass Reaktoren sicher sind, da eben in Harrisburg kein einziger Mensch gelitten ist, gelitten hat. Reaktoren sind sicher für Menschen. Reaktoren sind aber nicht sicher für Reaktoren. Die Schwierigkeit in Harrisburg war, dass die Operatoren, die eine durchaus intelligente Arbeit ausführen müssen, nicht genügend gebildet waren. Dadurch hatten sie einen Milliarden-Dollar-Reaktor ruiniert und niemandem geschadet. Man braucht mehr Verständnis, mehr Intelligenz, interessantere Arbeit. Und dann werden die Reaktoren, die bereits in den Industriestaaten die billigste Quelle der Elektrizität liefern, dann können die Elektrizität noch billiger liefern. Hingegen, die Gefahr besteht nicht, denn nicht nur in Harrisburg, sondern in 200 großen Reaktoren, die in der freien Welt heute arbeiten. Und was hinter dem eisernen Vorhang geschieht, das wissen wir nicht genügend im Detail. Wo wir etwas wissen, da wissen wir, dass diese industriellen Reaktoren keinen einzigen Menschen geschadet haben. Und es handelt sich hier um die sicherste Energiequelle, die es überhaupt gibt. Nun, dass man mit der Produktion, mit Großproduktion, am Ende mehr Energie erzeugen kann, scheint klar zu sein. Man kann zwar die Aufmerksamkeit von der Notwendigkeit der Großproduktion abwenden, indem man sagt, die Sonne strahlt frei. Aber die Apparate, die die Sonne ausnützen, die sind nicht frei. Die kommen von der Großproduktion, wenn sie überhaupt kommen können. Sonst braucht man so viel zu schuften, dass man für Intelligenz dann gar keine Zeit mehr übrig hat. Eben dafür, dass alle, sowohl die entwickelten Länder wie die Entwicklungsländer, besser leben können, muss man jede technische Möglichkeit, Kernenergie, die anderen Großtechniken, die beste Landwirtschaft und so weiter, all das muss man beanspruchen. Nun, Großproduktion ist ja auch ein Thema für Sie, Herr Traube. Sie haben sich darüber ja schon geäußert. Ja, ich will dieses Sicherheitsthema nicht strapazieren. Das ist so viel in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Ich möchte nur Folgendes dazu sagen, Herr Teller. Harrisburg, und das ist ja die übliche Argumentation,
der Kernenergiebefürworter, umzufunktionieren in einen Beweis für die Sicherheit von Kernreaktoren, ist eigentlich etwas skandalös. Denn wenn wir uns jetzt einmal verständigen können darauf, dass wir mit Harrisburg so dicht an einen Unfall herangekommen sind, der zum zum Höhlenbersten geführt hat, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn mehrere ähnlich gelagerte Unfälle ablaufen, sehr groß ist, dass ein nächstes ähnlich gelagertes Harrisburg tatsächlich... Darf ich unterbrechen und sagen, das ist falsch? Na gut, das werden wir hier nicht ausdiskutieren können. Ich habe mich Ich habe mich in der Öffentlichkeit darüber geäußert. Ich auch. So. Gut, lassen wir, lassen wir das einfach so stehen. So. Und nun sagen Sie, Kernenergie ist die sicherste Energiequelle. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern der Sache. Weil hier immer sofort die falsche Prämisse eingeführt wird. Unser Problem ist beispielsweise Erdöl zu ersetzen. Darüber sind wir uns ja einig. Kernenergie in großem Umfang einzusetzen, heißt, wenn man jetzt einmal etwas vereinfacht für den Zuhörer, weil wir nicht die gesamte Palette hier machen können. Im Wesentlichen muss Kernenergie eindringen in das größte Potenzial, in den größten Bedarfssektor, nämlich in den Bedarfssektor zur Heizung von Häusern. Das gilt zumindest in den Industrieländern, wo wie in Deutschland und in der Schweiz etwa 40% des gesamten Energiebedarfs nur in die Heizung von Häusern gehen und ein noch größerer Anteil von Öl im Allgemeinen. Und die Strategie der Kernenergie ist, das zu ersetzen, entweder durch elektrische Direktheizung oder durch elektrische Wärmepumpen, die allerdings nur einen Teil des Öls wegnehmen können. Hier konkurriert die Kernenergie nicht mit einer Energiequelle, auch nicht mit der Sonnenenergie in erster Linie. Hier konkurriert sie ganz einfach mit simplen Maßnahmen zur Wärmedämmung, mit denen der Energiebedarf und damit der Ölbedarf in den Häusern ganz wesentlich gesenkt werden kann. Und das gemeinsame Nenner dieser beiden nennen, heißt volkswirtschaftlich verfügbares Kapital, was man über Banken entweder in Kernkraftwerke steckt oder aber in die Isolation von Häusern steckt. Das ist der eigentliche gemeinsame Nenner. Der bitte, fließt nicht von... Bitte, Sie verbrauchen viel Zeit damit, dass Sie diskutieren, worüber wir uns bereits einig sind. Ja, wir sind dass man Wärmedämmung einführen soll, sobald man kann, ist klar. Aber diese Wärmedämmung braucht ebenfalls Kapital. Da müssen neue Häuser gebaut werden oder die alten Häuser verbessert werden. Wir wollen uns über diesen wesentlichen Punkt... Und jetzt haben Sie gesagt, das wäre die billigste Quelle, Herr Teller. Und es ist ganz sicher... Ich habe gesagt... Und es ist ganz sicher eine wesentlich billigere Quelle für Erdöl einsparen, zunächst einmal in ganz großem Stile Wärmedämmung durchzuführen, als Kernkraftwerke zu bauen. Das ist nämlich der eigentliche Vergleich. Bitte. Und dann erst kommt die Sonnenenergie. Kernkraftwerke brauchen wir nicht in erster Stelle und im Ganzen sehr wenig für Heizung. Das haben Sie eben gesagt und das ist falsch. Für die Heizung gibt es andere Möglichkeiten, einschließlich Wärmedämmung und einschließlich gewisse Anwendungen der Sonnenenergie. Sie benutzen, lieber Herr Traube, die Taktik, diese Punkte, worüber wir bereits einig sind, diese auszuführen, als ob wir darüber nicht einig wären. Wir sind auch nicht einig. Und wir sollten zu den Punkten kommen, wo es wesentliche Punkte gibt, zum Beispiel die Ablagerung von Energie. Dass das für 100.000 Jahre hier bleibt, ist falsch, wenn man wieder aufarbeitet und dann die Produkte tief begräbt. Das wurde gründlich durchdiskutiert. Das wurde dann auch zum Beispiel in der Volksabstimmung in Schweden gut geheißen. Das wurde bei Ihnen in Gorleben genau diskutiert. Die Mehrzahl von den Wissenschaftlern kam zum richtigen Ergebnis. Die Politiker haben es aber dann abgestellt, weil eben über diese eigentlich nicht sinngemäße Frage zu viel politisiert worden ist.
Meine Herren, auch diesen Punkt werden wir leider nicht ausdiskutieren können. Wir kommen damit aber schon eigentlich relativ übergangslos zu dem letzten Punkt, den wir noch diskutieren sollten. Die Fragen unserer langfristigen Energieversorgung. Das Stichwort Sonnenenergie ist schon gefallen. Herr Traube, wie viele Chancen hat die Sonnenenergie? Ich muss immer wieder betonen, dass über die nächsten Jahrzehnte, das ist der Spielraum, über den wir jetzt Entscheidungen zu machen haben, nicht die Sonnenenergie das erste Problem ist. Und ich muss, Herr Teller, leider sagen, dass ich gar nicht einig bin mit allen Leuten, die immer viel vom Energiesparen reden und sagen, das wäre eine wesentliche Energiequelle. Und ich kann es Ihnen mit ganz einfachen Zahlen sagen. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es ein ausgewiesenes Budget des Forschungsministeriums für die rationelle Anwendung von Energie. Das war im letzten Jahre 39 Millionen Mark. Das war ein 3% von dem, was für Kernenergie ausgegeben worden ist, 5% von dem, was für Kernenergie auf den Gebieten Brutreaktor, Hochtemperaturreaktor, Fusion ausgegeben ist, die in diesem Jahrhundert gewiss nicht eine einzige Kalorie oder zumindest keinen wirtschaftlich nennenswerten Beitrag zu unserem Energieproblem liefern. Und dieses Problem der rationellen Verwendung von Energie wird immer so leicht überspielt, wir sind uns dort alle einig. Diese Zahlen zeigen, was in Wirklichkeit zu diesem Problemkreis getan wird. Und da würde ich sagen, das allererste und wichtigste technische Problem ist die rationelle Verwendung von Energie, die in vielen Formen die wichtigste Energiequelle für die nächsten 30, 40 Jahre ist. Dann erst kommt die Sonnenenergie. Mit diesem Überspielen Kernenergie gegen Sonnenenergie zu vergleichen, duckt man sich unter dem eigentlichen Problem durch. Hier ist Forschungsaufwand nötig und hier ist Kapitaleinsatz nötig. Und das Kapital, was da eingesetzt wird, das ist ein Nullsummenspiel, ein volkswirtschaftliches. Kann nicht gleichzeitig in Kernkraftwerke eingesetzt werden und kann nicht gleichzeitig auch in Sonnenenergie eingesetzt werden. Herr Teller, unsere zukünftige Energieversorgung. Ja, so gelehrt wie Herr Traube, mit Prozentsätzen kann ich nicht umgehen. Dafür gibt es auch gute Gründe, aber das würde viel mehr Zeit benutzen, als wir zur Verfügung haben, und viel mehr Details, als unsere Zuhörerschaft erfassen kann. Ich möchte lieber etwas über die Fusionsenergie. Ganz kurz, wir haben noch eine Minute. Das geht länger als eine Minute. Also entweder nicht oder geben Sie mir wenigstens 5 Minuten. Können Sie es nicht in 2 Minuten machen? Ein paar Bemerkungen über die Chancen der Fusionsenergie. Die Fusionsenergie ist eines der interessantesten Probleme. Es geht auf die kurze Zeit nicht. Und da bin ich wieder mit Herrn Traube einig. Ich bin überhaupt mit all seinen einfachen und verständbaren Bemerkungen einig. Nur die langen und komplizierten, da geht er immer wieder falsch. Aber über Fusionsenergie. In den nächsten paar Jahren werden wir es demonstrieren. Dann brauchen wir noch 20 oder 30 Jahre, mindestens oder mehr, um es durchzuführen. Aber da gibt es noch eine sehr schöne Möglichkeit. Und das ist der Hybridreaktor. Das ist eine Verschmelzung von Fusion und Kernspaltung. Es ist eine Maschine, die produziert im Wesentlichen keine Energie oder nicht viel. Aber sie produziert, um in einer einfachen und billigen Weise den Brennstoff für die Fusionsreaktor, für die Spaltungsreaktor. Und zwar geschieht das schon selber durch eine Kombination von Fusion und Kernspaltung. Auf diese Weise kann man dann Kernspaltung beweisen, dass sie auf die Jahrtausende billig bleibt, sicher bleibt. Und das kann man nun nicht in 20 oder 30 Jahren,
sondern bereits in 10 Jahren durchführen. Und der einzige Grund, weil das nicht geschieht, ist, dass es auf der anderen Seite Leute gibt, die nur über Fusion hören wollen. Auf der anderen Seite aber Leute, die wild werden, wenn man Kernspaltung sagt. Die beiden zusammenzubringen und Vernunft einzuführen. Wissen Sie, das geht zwischen Wissenschaftlern wie Herrn Traube und mir ebenso schwierig als zwischen Politikern. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Sie würden gerne natürlich noch einiges dagegen sagen. Wir können das aus Zeitgründen nicht. Ich danke Ihnen, meine Herren, sehr für dieses Gespräch und darf mich von Ihnen, meine Damen und Herren, verabschieden. Und Sie sehen es, meine Damen und Herren, über das Thema kann man endlos diskutieren. Und wir werden es auch machen, hier am Fernsehen und in der Schweiz sicher über die nächsten zig Jahre raus. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder, wenn Sie wollen, am 27. Oktober. Dann präsentiert Ihnen der Peter Liebhuner Beitrag unter anderem über ein U-Boot. Auf Wiedersehen.